Es ist jetzt genau 2 Wochen her, dass wir Team 6 die Welt kompakt übernommen haben. Und es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, einmal ein kleines Fazit zu ziehen und mal zurückzuschauen, wie sind diese 2 Wochen verlaufen. Und das machen wir jetzt auch mal. Wir gehen mal rum und fragen mal unsere Kollegen, wie die Zeit bisher gefunden haben. Jens, 2 Wochen Welt kompakt, wie ist dein Zwischenfazit? Ja, es ist super, es macht eine Menge Spaß. Mittlerweile schaffen wir es auch, den Andruck nicht die ganze Zeit zu reißen. Es war am Anfang ein bisschen schwierig im Sport, aber im Moment sieht es echt gut aus. Es macht richtig Spaß. Also läuft gut und du bist zufrieden? Sehr zufrieden, außer mit meinem Kollegen Tobias Manske. Ich oute den hier gerne. Ich glaube, der arbeitet echt gar nichts, aber hey, das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Tobi, der Jens hat gerade gesagt, du kommst ja noch nicht so gut klar. Stimmt das? Ja, es stimmt. Wie, was läuft denn nicht? Alles halt. Es läuft, er muss alles alleine machen und ich bin überfordert. Mit allem. Und wie kriegen wir das jetzt in den Griff? Ich weiß nicht, ich habe die Hoffnung, wenn der Arsch endlich weg ist in 2 Wochen, dass dann ich hier mit Marc zusammenarbeiten kann und dann geht's nach vorne. Was macht dir am meisten Spaß? Eine eigene Seite zu betreuen und von Anfang bis Ende durchzuführen. Gab es auch schon erste Rückschläge oder noch nicht? Bisher noch nicht. Also so. Bis auf den Leser, der natürlich unseren Lifestyle nicht gut findet. Na, ist eine Geschmackssache, aber so soll es sein. Jule, 2 Wochen Weltkompakt, wie läuft's bei dir? Also ich habe gerade schon wieder fast den Druckschluss gerissen mit meiner Seite. Ich werde einfach nicht schneller. Herr Schmiechen, 2 Wochen Team 6, wie läuft's bisher? Ich darf es nicht sagen. Warum das denn nicht? Man darf nicht zu viel loben, vor allen Dingen nicht am Anfang. Also läuft's gut? Ganz passabel. Und was zu meckern gibt's auch? Fällt mir jetzt eigentlich gar nichts ein, so auf die Schnelle. Das ist eigentlich alles, was ich hören wollte. Dankeschön.